Peru News heute alles, was Sie über Peru wissen müssen. Bleibt Gianluca Lapadula auf der Bank? Mit Gianluca Lapadula auf der Bank spielte Cagliari in der Serie A unentschieden gegen Salernitana. Der italienisch-peruanische Angreifer Gianluca Lapadula muss noch auf seinen Wiederauftritt bei Cagliari in der Serie A warten. Mit Gianluca Lapadula auf der Bank verpasste Cagliari am 9. Spieltag der Serie A der italienischen Liga eine große Chance auf einen Sieg. An diesem Sonntag trennten sie sich auswärts gegen Salernitana mit einem 2:2 Unentschieden, wodurch es in der Schlussphase des Spiels zum Ausgleich kam. Bei seinem Debüt auf der Bank von Salernitana rettete der Italiener Filippo Inzaghi ein Unentschieden in der Nachspielzeit gegen Cagliari, wodurch beide Teams die letzten beiden Plätze belegen und in dieser Saison noch keinen Sieg in ihrer Bilanz haben. Die Wiederbelebung des anderen Inzaghi, Bruder von Simone, Trainer von Inter, endete mit einem herzzerreißenden Unentschieden im Duell der beiden Mannschaften. Die Lapadula-Mannschaft punktete durch Sitaulu Fumbo, 79. und Nicolas Violo, 88. während die lokale Mannschaft mit einem Doppelpack von Bulea Dia, 86. Minute und 90+5, punktete. Cagliari vom Italiener Claudio Ranieri bleibt mit 3 Punkten Tabellenletzter. Die Rückkehr von Lapadula, der auf der Ersatzbank blieb, ist noch nicht besiegelt. Nach einer Operation am rechten Knöchel erholte sich Lapadula wochenlang. Sein letztes Spiel war am 11. Juni gegen Bari. Abonnieren Sie uns und folgen Sie uns in unseren sozialen Netzwerken, Facebook, YouTube, Instagram und TikTok. Peru News Today. Folgen Sie uns auf Facebook und Instagram.